das waren noch Zeiten, als man sein Geld zur Bank brachte und es darauf hohe Zinsen gab. Jetzt bekommt man aufs Ersparte kaum mehr etwas. Eine Erhebung zeigt, immer mehr Kreditinstitute fordern sogar ein Verwahrentgelt. Wir haben die erste große Untersuchung vor einem Jahr gemacht. Da gab es nur 30 Banken und Sparkassen, die Negativzinsen von Privatkunden genommen haben. Und im Vergleich dazu jetzt mit 190 Geldinstituten hat sich die Zahl seitdem, also in gut einem Jahr, mehr als versechsfacht. Auch die Schwelle, ab der die Zinsen fällig werden, sinkt bei immer mehr Banken. Ein Grund ist die Zinspolitik. Die normalen Banken müssen über Nacht einen Teil ihres Geldes bei der Bundesbank parken und dafür selbst 0,5% Zinsen bezahlen. Sie bekommen also weniger Geld zurück. Doch es gibt noch ein weiteres Problem. Die bayerischen Sparkassen, die haben jetzt 180 Milliarden Einlagen und wir haben 147 Milliarden Kredite. Aber wenn die Kunden mehr Geld haben und weniger Kredite brauchen, dann müssen wir jetzt schauen, wie wir die 33 Milliarden auch sinnvoll anlegen. Das gelingt uns natürlich ähnlich wie unseren Kunden immer schwerer, weil die Zinsen natürlich im Keller sind. Meist schlägt die Bank alternative Anlagen vor, wie etwa Aktienfonds. Die bringen der Bank mehr Ertrag und normalerweise auch dem Kunden langfristig eine bessere Rendite, selbst wenn die Kurse mal schwanken können. Doch was, wenn sich Bank und Kunde nicht einig werden? Insofern macht es absolut Sinn zu prüfen, wo kann ich günstiger ohne Verwahrentgelte Kunde werden. Und man sollte das auch zum Anlass nehmen zu wechseln, denn der Bankwechsel ist nicht mehr so schwierig oder nicht mehr so aufwendig, wie das noch vor Jahren war. Wie viele Konten es noch trifft, hängt auch von der Wirtschaftskrise ab. Bleiben die Zinsen im Keller, dann wird es immer wahrscheinlicher. Weil die Banken mit den Nullzinsen, zu denen fließt dann das Kapital. Und wenn die es ihrerseits zu Negativzinsen anlegen müssen, dann haben sie hohe Kosten. Insofern, wenn ein paar Banken mal anfangen mit negativen Zinsen, breitet sich das sehr schnell aus. Das Verwahrentgelt könnte aber auch sein Gutes haben, indem die deutschen Sparer stärker zu Anlegern werden und mehr aus ihrem Geld herausholen.